Hallo und herzlich willkommen bei Cats in Gold. Ich bin namens Tim Schimschek und es geht heute darum, dass der Poldi wieder fressen kann. Der Poldi hat ja einen ganz, ganz starken Rückfall bezüglich der oder wegen der FIP-Krankheit. Der war ja FIP-krank und der wurde beim Tierarzt behandelt und er war nach ein paar Wochen wieder gesund und er wurde auch dann entlassen. Er durfte nach Hause und das ging hier dann circa einen Monat wieder gut, bis er dann wieder einen ganz, ganz starken Rückfall hatte und er sich kaum noch mit den Hinterbeinen bewegen konnte. Also die waren wieder wie gelähmt. Dann war der beim Tierarzt. Ich habe ihn da hingebracht und der Tierarzt hat ihn geröntgt und hat gesagt, der muss wahrscheinlich zum MRT oder dem hat wahrscheinlich was mit der Wirbelsäule oder es kann ein FIP-Rückfall sein. Und auf jeden Fall haben sie dann dort auch ein bisschen recherchiert gehabt. Und dann hat sich das auch herausgestellt, dass der das FIP hat, dass das ein starker Rückfall war und dass das der stärkste Rückfall war, den der Tierarzt bis heute überhaupt erlebt hatte. Und er war halt vor ein paar Tagen noch ganz gelähmt, er konnte sich gar nicht bewegen. Ich habe das jetzt auch nicht hier geteilt gehabt. Ich habe durch ihn erzählt gehabt, dass es ihm nicht gut geht und dass der, na, Fistik, was machst du hier? Was springst du mich die ganze Zeit an? Lass das bitte. Und der war halt dann auch, der war halt dann auch immer gelähmt und er konnte sich kaum bewegen. Und das hat auch mir natürlich sehr, sehr leid getan, wo man das da gesehen hätte. Und der Tierarzt meinte, dass man das auch behandeln kann und dass sie auch mit der FIP-Behandlung angefangen haben. Und gestern habe ich noch mitbekommen gehabt, dass das gute Fortschritte bei ihm gemacht hat. Und heute habe ich ein Bild von ihm bekommen oder ein Kurzvideo auch, wie der da schon von alleine frisst. Und das hat mich natürlich sehr, sehr froh gemacht, dass der sich wieder von alleine bewegen kann. Denn vor ein paar Tagen, wo ich ihn gesehen hatte, hat es mir auch riesengroße Sorgen gemacht gehabt, dass der halt vielleicht auch nicht mehr gesund wird. Aber nachdem ich heute das Video gesehen habe, dass der wieder von alleine fressen kann, dann habe ich auch natürlich gleich gedacht, dass die Medizin aus Deutschland wirklich sehr, sehr gut wirkt. Und Entschuldigung, aus Deutschland kam das GS. Dass diese Tabletten, ich glaube, die kommen auch aus Deutschland, ich weiß aber nicht genau, dass diese FIP-Tabletten, die bei uns auch mittlerweile in der Türkei gibt, dass die bei dem Poldi sehr gut gewirkt haben und auch bei dem Wolfgang oder auch bei dem FIP-Raga-Kater. Ich habe heute nach sehr, sehr langem den Wolfgang wieder gesehen und den FIP-Raga-Kater hatten wir ja gemeinsam im Live-Video gesehen gehabt. Ich glaube, das war vorgestern. Und ich habe heute auch den Wolfgang wieder gesehen, der war vorne bei der Security und ich habe ihn am dünnen Schwanz erkannt, weil der humpelt ja auch noch ein bisschen. Aber der Wolfgang war praktisch wie der Poldi, der war ganz gelähmt, der konnte gar nichts mehr machen. Und dann hat er auch diese FIP-Behandlung bekommen, der hat 65 Tage die Tablette bekommen. Und der hat auch nicht gelernt, auf Klo zu gehen, der hat überall hingemacht, nur nicht ins Klo. Das war schon sehr, sehr anstrengend mit dem Wolfgang. Dann habe ich halt den Wolfgang nach ein paar Tagen freigelassen gehabt und der ist dann auch hier weggelaufen. Dann war der unten, dann war der oben, dann habe ich ihn nach ein paar Tagen gar nicht mehr gesehen. Das ist jetzt auch ein paar Monate her. Und heute habe ich den Wolfgang nach sehr, sehr langem wiedergesehen und ich habe ihn auch gleich erkannt. Aber wie gesagt, der FIP-Raga-Kater ist auch gelb und er ist auch ganz gelb. Aber den Wolfgang habe ich halt erkannt, weil der halt nicht so einen wuscheligen Schwanz hat. Der FIP-Raga-Kater hat einen ganz wuscheligen Schwanz. Und das wollte ich dann auch filmen, aber der war halt so schnell weg, dass ich das nicht filmen konnte. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass der FIP-Raga-Kater und der Wolfgang auch sehr, sehr scheu sind, dass sie gleich wegflitzen, sobald sie meine Stimme hören. Dabei wissen sie gar nicht, dass ich denen eigentlich das Leben gerettet habe. Aber naja, Hauptsache denen geht es gut. Und jetzt hat sich das auch bestätigt, wo wir auch Leon gesucht haben, der leider immer noch nicht aufgetaucht ist, dass wir den Kater Carlo, der im Sommer vom Dream Water World hierher gebracht wurde, hier in der Siedlung lebt. Das ist der Große, den wir da unten getroffen hatten. Dann haben wir nochmal den Kater Carlo. Ja, den Kater Carlo haben wir gesehen, den Fibraga Kater haben wir gesehen und den Wolfgang habe ich heute gesehen. Und wenn ich es schaffe, werde ich auch nochmal den Wolfgang filmen. Aber wie gesagt, sobald er was von mir hört, flitzt er sofort weg. Ja, und daran hat man auch gesehen, dass auch die FIP-Behandlung bei denen mit den Tabletten sehr gut gewirkt hat. Jetzt bei dem Wolfgang und bei den FIP-Raga-Kater, denn die laufen beide noch hier in der Siedlung rum. Und ich hoffe auch natürlich, dass mit diesen Tabletten, die jetzt der Poldi auch bekommt, man merkt, man sieht auch, dem geht es jetzt etwas besser.
dass er auch dann so schnell wie möglich durch die Tabletten wieder gesund wird und dass der auch bald wieder nach Hause kann. Also man hat halt, er ist eigentlich schon gesund gewesen, aber wie gesagt, er hat einen Rückfall bekommen, so einen starken Rückfall, wie gesagt, den die Tierärzte noch nie gesehen hatten. Und das war heute das Kurzvideo vom Tierarzt, was der mir geschickt hatte. Schaut mal, wie der da frisst. Das ist gerade der, der kann seinen Kopf wieder bewegen. Der war so weit, dass er seinen Kopf nicht mehr bewegen konnte. So krank war der. Und schaut mal, da sieht man, dass der heute von alleine wieder fressen kann. Der Tierarzt hatte den viermal am Tag gefüttert gehabt. Und schaut mal, da sieht man, dass der Poldi auch wieder schmatzt. Von daher sieht man auch, dass es dem Poldi wieder besser geht. Und ich hoffe natürlich, dass es auch den Poldi bald wieder gut geht und dass der, wie gesagt, nach Hause kann. Ich kann euch auch noch mal zeigen, wie der vor ein paar Tagen aussah. So, das war der vor ein paar Tagen. Der war komplett gelähmt. Der konnte sich kaum bewegen. Und das Video habe ich bewusst nicht geteilt gehabt, denn dann wären hier viele Besserwisser wieder gewesen. Da wären viele Kommentare wieder gekommen. Und das war 2 Tage oder 3 Tage, nachdem ich ihn beim Tierarzt abgegeben hatte. Schaut mal, der war komplett gelähmt und dem ging es nicht gut. Und da kann man sehen, dass das wirklich ein Kämpfer ist und dass ich auch alles für ihn machen lasse, damit er wieder gesund wird. Und der Tierarzt meinte, dass man das auch behandeln kann. Und ich habe den halt nicht einschläfern lassen. Ich habe gesagt, der wird behandelt. Und er war ganz gelähmt. Und das war der Moment, wo der viermal am Tag vom Tierarzt gefüttert wurde und auch Wasser gegeben wurde und die Medizin gegeben wurde. Und heute sieht er so aus. Schaut mal. Das ist eine Woche später. Also kaum zu glauben, wie sich das alles entwickelt hat durch die Behandlung vom FIP. Und schaut mal, heute kann er von alleine fressen. Letzte Woche konnte er gar nicht sich bewegen, das habt ihr gerade gesehen. Und jetzt schaut mal, jetzt kann er mittlerweile wieder von alleine fressen. Und das ist halt etwas, was mich auch sehr froh macht. Das ist etwas, was auch natürlich, es geht hier um ein Straßentier und ich bin mir auch sicher, dass keiner das mit ihm so durchgemacht hätte, dass keiner sich so um ihn gekümmert hätte, dass keiner ihn überhaupt aufgenommen hätte. Und das ist ein Tier, was normalerweise sowieso schon vor mehreren Monaten gestorben wäre, mit seinem Augenherpes oder mit seinem Pauk, was der hatte, oder die Corona-Krankheit oder die Katzenseuche oder mit dem FIP. Also der Poldi hat bis heute schon so viel durchgemacht und hat auch wirklich schon sehr, sehr viel gekostet beim Tierarzt. Und das hat auch sicherlich nicht jeder mitgemacht und der hat gesagt, nee, der soll eingeschläfert werden oder so, oder man sollte den lösen, aber man sieht, dass es die Medizin gibt und dass ihm geholfen werden konnte und dass er jetzt auch da halt, es geht bergauf und wir hoffen, dass es auch bei ihm jetzt besser wird und wenn das wieder besser wird, ich hoffe, dass das auch nicht mehr irgendwie bei ihm zurückkommt. Es kann auch sein, dass ein drittes Mal ein Rückfall kommt bei solchen Tieren, meinte der Tierarzt. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass sowas nicht passiert und er wird jetzt wieder die FIP-Tabletten ein paar Tage bekommen. Also der bleibt mindestens noch einen Monat beim Tierarzt. Ja, und dann mal schauen, wie sich das mit ihm halt entwickelt. Na, auf jeden Fall, die Kater, die wir schon im Sommer behandelt hatten, den FIP-Raga-Kater und den Wolfgang, die habe ich beide gesehen. Die haben zwar noch ein bisschen, wie gesagt, man kann da noch sehen, dass sie ein paar, also dass da noch was geblieben ist, dass man das sehen kann, dass die FIP hatten, also die schwanken noch ein bisschen, aber die können wenigstens wieder gehen und die leben und denen wurde das Leben gerettet.
Und hier in der Siedlung haben die sowieso keine Probleme durch Autos oder Hunde. Und die können auch blitzschnell weglaufen wieder. Also ich bin froh, dass man das Ding gerettet hatte. Und jetzt auch mit dem Poldi. Ich denke mal, das wird auch ein Happy End dieses Mal. Ich hoffe es sehr. Wie gesagt, im Allgemeinen ist so eine Fipp-Krankheit, wenn eine Katze an Fipp erkrankt ist, ist das kein guter Zustand. Aber wenn man, ja, ich habe euch jetzt gezeigt, wie der letzte Woche war, wie gelähmt er da war, und heute frisst er von alleine schon. Und das sind halt alles gute Zeichen, und ich hoffe halt, wie gesagt, dass er das überlebt und dass er bald wieder nach Hause kommt und hier auch wieder schön mit den anderen spielen kann. Mit Jutta oder mit seinem Bruder oder mit Thomas oder mit allen, mit denen er sich angefreundet hatte. Denn ich fand das schon sehr, sehr traurig, und das hat mich auch sehr getroffen, wo der wieder so krank wurde und wo der nicht richtig laufen konnte. Ist das halt etwas, was einen auch sehr traurig macht, weil man wollte halt dem Tier helfen von Anfang an. Und dem ging es halt immer wieder schlecht, und jetzt geht es wieder bergauf. Und naja, warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt. Aber zurzeit sieht es gut aus. Der Tierarzt hat mir gleich heute ein Video geschickt, wie der fressen kann. Und das habe ich auch mit euch jetzt natürlich geteilt, ne? Ja, und ansonsten, der Jutta, die ist beim Tierarzt, der geht es auch wieder natürlich ein bisschen besser, weil die Behandlung, die Krankheit, die sie hat, die Giardien, die kann man auch behandeln. Der Tierarzt ist auch sehr erfahren, was diese Krankheit angeht. Und ich denke mal, die bekommen sie auch wieder gesund. Das ist jetzt keine Katze von 8 Wochen oder von 6 Wochen, wo sie die Krankheit hat. Und wenn man da denkt, die hat den kleinen Körper, den schwachen Körper, und die wird es nicht schaffen. Also wir hoffen mal, dass die Jutta auch so schnell wie möglich gesund wird und wieder nach Hause kam. Wieder nach Hause kann, war gemeint, Entschuldigung. Ja, und ansonsten, die Songül hat, glaube ich, noch Durchfall, aber ich habe sie heute nicht gefunden. Die waren in der Früh nicht hier. Ich wollte sie auch gerne zur Behandlung zum Tierarzt fahren, dass sie halt auch abgecheckt wird wegen dem, was sie hat an Durchfall. Also wo ich sie dann zum Tierarzt fahren wollte, nicht in der Früh am Nachmittag, dann war sie nicht da. Und dann habe ich sie auch nicht gesehen gehabt. In der Früh war sie draußen auf dem Dach. Und dann war sie am Nachmittag nicht hier. Und dann versuche ich die halt morgen zu fangen und dann zum Tierarzt zu bringen, ne? Dass sie auch behandelt werden kann. So, dann können wir mal schauen, was hier die Katzen machen und wie es denen allen geht. Also sonst haben wir keine irgendwelche Probleme. Die Nervensäge ist auch da. Und die Prinzessin ist auch im Keller und schläft auch im Keller. Also die hat sich einen neuen Karton da ausgesucht, wo sie da auch jetzt drinnen liegt, ne? So, dann kann ich einmal die Kamera drehen. Und wir können ja mal schauen, was hier die Katzen alles machen. Schau mal, der Pepper war jetzt wieder nach sehr, sehr langem neben mir. Und hier habe ich auch jetzt die Fürstück wieder neben mir. Die ist ja auch sehr, sehr anhänglich geworden. Die hat mich eben auch ein bisschen, ein paar Mal angesprungen gehabt im Einleitungsgespräch. Und drückt doch bitte weiterhin die Daumen für den Poldi. Also wir lassen alles für Poldi machen. Ich lasse da ihn behandeln. Ich will, dass er das überlebt und dass es ihm hier wieder gut geht. Und dass er wieder hierher kann. Nicht wahr, Thomas? Du bist jetzt so alleine, ne? Du bist so traurig. Liegt es vielleicht daran, weil die Jutta nicht da ist? Hm? Du vermisst deine Jutta, ne, Thomas? Du vermisst deine Jutta, ne? Hier sieht man ein Pünktchen. Und da sieht man Thomas. Und hier sieht man Fistik, die gleich hinterher gekommen ist.
Und wie liegst du dann da? Der hat ja den Kopf richtig zum Nest rein. Das müsste Phyllis sein. Phyllis, geht es dir gut? Ja, ne? Ich muss mir keine Sorgen machen, du hast dort so komisch gelegen. Ja, die meisten Katzen sind jetzt draußen. Die haben ja schon alle Futter bekommen. Oder viele liegen hier. Da sieht man den Frosch, dass sie wieder sehr oft jetzt hier ist. Die Heidi. Und sogar Lilly ist da. Ich glaube, der Lilly passt es nicht, dass er lief. Jetzt im Keller ist. Und da sieht man den kleinen Pelle, der sich immer wieder nur streicheln lassen will. Er und der Pepper. Alles gut, Pepper. Was ist Pelle? Was ist? Was meckerst du? Was? Ach, komm her, okay, komm her. Ich kraul dich, okay? Mal ganz kurz. Und hier sieht man, dass Speedy der Akku leer gegangen ist. Der wird das sehr, sehr viel getobt und das mit allem. Mit allen Katzen. Na, Speedy? Alles gut bei dir? Du hast viel getobt, ne? Du kleiner süßer Schatz. Jetzt bist du müde, ne? Ist hier der Akku ausgegangen. Fristik, was ist? Und schaut mal, der Pelle ist mir hinterhergekommen. Na, Fristik, du bist aber mutig. Du hast ja den Pepper verjagt. Ja, Speedy, dann ruh dich mal aus. Ich kann mal schauen, was die anderen Gartenzwerge machen. Eine Erstgeborene. Jetzt nicht. Nee, nee. Schau mich nicht so an. Ich bin schon weg. Oh, Erstgeborene, jetzt hast du mich erwischt. Na, was ist Erstgeborener? Was? Was schimpfst du? Was schimpfst du? Schaut euch mal an, wie Erstgeborener das genießt.
Aber was ist mit deinem Ohr? Komm mal her. Alles gut. Der Erstgeborene versucht dort meine Hand zu fangen. Schaut mal, wenn ich da kurz weg bin. Und jetzt drückt sich Pepper dazwischen. Ja, jetzt ist Erstgeborener zufrieden. Jetzt hat sie ein bisschen getankt, Streicheln erhalten und jetzt geht sie runter. Und der Pirat und Thomas wollen irgendwie was fangen. Die sind ganz konzentriert, die lassen sich nicht stören. Da ist eine Motte auf der Lampe. Die versuchen sie zu fangen, schaut mal. Ja, die sollen sich mal da konzentrieren. Und wir schauen dann weiter. Was ist Pelle? Was schimpfst du? Was ist? Warum bist du nicht größer und dicker? Schau mal deinen Bruder Pirat an. Pirat ist ein richtiger Brocken geworden. Ja, was? Ich glaube, ich nehme dich mal zum Check-up mit zum Tierarzt. Sie soll mal alles bei dir abchecken. Ja? Willst du das? Ja? Ja? Okay. Dann kommst du auch mal zum Tierarzt, okay? Ja? Okay. Geht es dir gut? Ja oder nein? Emino, was schreist du da schon wieder rum, du kleiner Gartenzwerg? Schau mal, der Emino ist jetzt da. Das kleine Baby. Okay, ich nehme dich mal mit zum Check-up, okay? Das genießt du, Pelle, ne? Emino, was hast du da vor? Was hast du da vor? Hast du die Leckerlis gefunden, du Fuchs? Hast du gerochen, ne? Mal sehen, unterm Fernseher sind auch welche. Ob du die findest. Das scheint dir zu schmecken, die lecker, die Stangen, was? Komm, Emino, guck, hier sind noch welche. Guck, die hat von Fistik nicht gegessen. Schau mal. Hier sind die, hier, nicht hinterm Fernseher. Komm hier, Emino, hier sind die, guck. Komm mal her, Kleiner. Da riecht es schon mal da. Pelle, was ist los? Was schimpfst du? Pelle ist der Bruder von Polly und von Pirat. Die sind alle von der Straße gekommen. Die hatten alle das Augenherpes. Bei Pirat kann das eine Auge leider nicht gerettet werden. Und
Poldi und Pelle waren so an der Grenze. Und die waren dann mehrere Tage beim Tierarzt. Und dann sind die wieder gesund geworden. Aber der Polly hat leider Pech in seinem Leben und eine Krankheit nach der anderen. Aber immerhin kann er wieder von alleine fressen. Na, Emino, wo willst du jetzt hin? Pedde, aber es ist ja okay, mein Schatz, okay. Alles gut, Pedde. Kannst auch froh sein, dass du deine Augen noch hast. Und er hatte mal eine ganz, ganz starke Infektion im Mund. Der konnte kaum was essen. Na, Emino. Pelle, warte, wir schauen, wo Emino hingeht. Das interessiert mich jetzt. Er ist hier hochgekommen. Und Emino ist morgen früh wieder im Laden, weil die Putzfrau morgen kommt. Kommt er jeden Freitag bei den ganzen Katzen. Das ist natürlich ein Tag, den die Katzen gar nicht mögen. Aber da müssen sie durch. Na, Emino, du flitzt ja weg. Emino, wo willst du hin? Was hast du vor? Du bist der Einzige hier draußen. Jetzt kommt Bounty. Die Nervensäge kommt auch. Sie denkt, wir gehen spazieren. Die Nervensäge will ihr Abendsport machen. Und Emino, wo flitzt du hin? Was schreist du, Emino? Schau mal, wo der ganz hinflitzt. Und wer kommt da hinten? Schau mal, Emino spielt mit Fistech. Silvia, bist du das? Oder Gretel, bist du das? Was die Gretel oder Silvia sein? Das ist die Gretel. Und von Leon fehlt wirklich jede Spur. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Er ist einfach spurlos verschwunden. Das ärgert mich so sehr, wenn so ein Tier spurlos verschwindet. Ich hatte letztes Jahr eine Katze, die hieß Hamsie, die wurde bei mir vom Laden ausgesetzt. Das war auch so eine ganz, ganz süße mit großen Augen. Die war immer am Spielen, das war eine ganz sympathische. Die war auch spurlos verschwunden. Hat der immer gerufen. Dann der Felix, der Snowman oder Mini. Jetzt neulich, wenn so Katzen spurlos verschwinden, und die eigentlich kerngesund waren und nichts hatten, das ärgert mich richtig. Emino, komm mal, nicht, dass du da runterfällst. Wir haben da genug Probleme. Eine Katze, aber Emino flitzt direkt vors Haus, sieht euch das mal an.
Immer wenn ich hier spazieren gehe, denke ich immer so, man findet den gleich, der ruft gleich irgendwo. Aber das denken wir seit Tagen. Emino, was machst du hier? Du bist aber mutig geworden. Emino will auch spazieren gehen. Seht euch das mal an. Wieder zurück. Was, Silvia? Silvia ist auch hier. Sag mal, drehen zum Friseur, aber die haut immer wieder ab in der Früh. Ich gehe gerade wegen Emino zurück. Ich will die nicht so sehr vom Haus entfernt und so aus den Augen lassen. Emino, was machst du hier? Schau mal, wie schnell er läuft. Emino. Emino, komm mal da raus, komm. Ja, der freut sich auch draußen zu sein. Wenn ich nicht hier bin, ist er in dem Zimmer und er muss auch mal sich bewegen können. Was tut sie dann richtig aus? Seht euch mal den Kleinen an. Den kleinen süßen Spatz. Den kleinen Flitzer. Es gibt aber auch Katzen. Die sind einfach von alleine weggegangen. So wie der Messhut, der ja hier oben vorne an der Straße lebt. So wie die Biscuit zum Beispiel. Biscuit wohnt hier auch unten. Emino, komm zurück. Du brauchst da nicht da vorne zu schreien. Und schaut mal. Hier war ein Igel. Das ist von einem Igel. Und der Leon war ja auch eigentlich so ein Einzelgänger. Der hat ja gar keine Freunde gefunden hier zu Hause. Da denkt man auch, vielleicht ist er irgendwo angefüttert. Vielleicht hat er sich ein Zuhause ausgesucht. Vielleicht irgendwo in der Nachbarsiedlung. Und Leon war nie einer, der gehört hat, wenn man gerufen hat. Ihm war das immer ganz egal. Auch wenn wir hier spazieren waren, war der Leon auch immer draußen oben. Wenn wir draußen waren, war der drinnen auf der Couch, hat weitergeschlafen. Und ihn hat es nicht interessiert, dass wir irgendwie was unternommen haben. Also, der Leon war schon ein richtiger Einzelgänger. Da hoffen wir aber trotzdem, dass der wieder auftaucht.
Schaut euch mal hier den kleinen Emino an. Fistik, komm da runter. Und jetzt ist der Peanut gekommen. Warum niest du? Was ist los, Emino? Frosch, ich streiche dich später. Du und deine Schwester, die Zarte. Ihr müsst immer so mich. Und dann trete ich aus Versehen auf eure Pfote und dann habt ihr Schmerzen, Frosch. Ist das da vorne, der so ruft? Emino, geh nicht so weit weg. Gretel, auf wen konzentrierst du dich da? Wer ist da? Da war gerade. Ach, dort hinten läuft eine gerade in der Nachbarsiedlung weg. Emino, geh zurück. Du brauchst nicht so rumzuschreien. Jetzt kommt Lady Di. Emino, schrei nicht so rum, komm, flitz zurück. Los. Emino, komm, komm. Schnell, der Kleine. Der Silvia, morgen, egal wo du bist, ich fahre dich morgen zum Friseur, okay? Versuch es dir nicht selber rauszubeißen. Wir kümmern uns morgen um dich. Egal, ich spreche das mit dem Tierarzt ab. Egal, wo du morgen bist, du wirst morgen gefangen. Am besten bist du freiwillig in der Früh gleich da. Emino, du gehst jetzt zurück. Hopp, hopp. Sylvia versucht sich das Fell selber zu entfernen mittlerweile. Kommt, Emino. Komm. Schnell der Kleine und der unterhält auch die anderen alle. Gerade vorne eine andere Katze gewesen, das war Shishko wahrscheinlich. Das sah von hinten so aus, der da rummiaut hatte. Aber ist in die Nachbarsiedlung gegangen. Der Shishko, der sah so aus wie der Shishko. Das war da aber sicherlich auch. Emino, pss, 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 pss. Komm her, super. Na, der will auch nicht mal in sein Zimmer rein. Bist du nicht mal müde?
Na super, da hat sich hier voll an die Umgebung gewöhnt. Nein, Minu. Morgen steht da noch wieder was auf dem Zettel. Die Songül muss mal zum Tierarzt. Und die Silvia ganz dringend. Na, Peanut, hast du dich wohlgefühlt hier im katzenfreien Zimmer? Stiefkitten, du bist jetzt gar nicht mitgekommen, ne? Und Katja, interessiert das auch alles nicht. Sieht hier, egal wie viel man ruft, einige Katzen reagieren erst gar nicht. Wie zum Beispiel Katja, Stiefkitten, Peanut. Aber genauso war der Leon auch. Und wer ist da unterm Bett? Pss, 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 pss. Petra, bist du das? Emino, bist du jetzt hier im Zimmer? Haben sie dein Bett hier runtergeschmissen? Petra, ich wusste, dass du das bist. Songül. Ich glaube, du hast starken Durchfall, Songül. Das ist meine Vermutung. Ja, hast du auch. Schau, jetzt habe ich den Beweis. Dir läuft was runter. Dir läuft was runter. Du hast bestimmt auch dieses Giardien. Das ist aber Jutta genauso. Na super. Hast du dich auch angesteckt, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt. Ja, nee, alles gut. Lass das mal schnell wegwischen. Songül, du kommst morgen zum Tierarzt. Ich habe die Vermutung gehabt, dass sie auch sowas hat. Also nicht Giardien, dass sie halt starken Durchfall hat. Und sie war heute. Sie ist ja auch nicht schwierig zu fangen, wenn die hier ist. Und wenn die gerade Strom hat. Ja, hör auf, jetzt wie so eine Taube zu rufen. Du kommst, gib mir mal dein Popo her. Jetzt kraul ich dein Popo trocken. So. So. Na gut, dass du nicht mehr scheu bist, Songül. Kannst du gleich mit Jutta in einen Käfig beim Tierarzt? Ja. Du kannst ja schon beim Tierarzt bleiben. Du warst ja schon Abonnenten beim Tierarzt. So viele Krankheiten wie du hattest, als Kind schon. Du bist eigentlich auch ein richtiges Sorgenkind. Na super. Seht euch das mal an. Na super. Sie hat hier überall hin gemacht. Na super. Gut, dass die Putzfrau morgen kommt. Ich kann sie gleich alles desinfizieren in der Früh gleich. Iris, schlaf weiter. Du kannst mal schön runtergehen von meinem Bett, da musst du jetzt auch nicht rauftropfen, Songül. Ja.
muss mal kurz Feuchttücher holen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss das mal kurz wegwischen. Das dauert eine Minute. Ja, Songül, alles gut. Sei bitte ruhig. Jetzt hast du hier den Boden versaut. Ich denke mal, wenn der Tierarzt gleich morgen früh einen Test macht, hat sie sicherlich auch dieses Giardien. Das ist sehr komisch. Ich hoffe natürlich nicht. Das kann auch normaler Durchfall sein. Durchfall heißt nicht gleich immer Katzenseuche oder Giardien. Das kann auch am Futter liegen. Aber jetzt hatte Jutta dieses Giardien, da wurde hier ein Test gemacht bei ihr. Was lassen wir auch gleich machen in der Früh? Bei Durchfall lasse ich immer sofort einen Test machen, denn es kann auch Katzenseuche sein bei Kitten. Ja, alles gut, Songül, alles gut. Kommst morgen früh gleich zum Tierarzt. Jetzt haben wir das auch erstmal wieder weggewischt, alles. Das war ja auch bei Jutta so. Iris, und du schlaf mal weiter. Der Raum ist auch schön warm durch die Heizung hier. Komm bitte runter, jetzt hast du doch hier was auf dem Bett vertropfen lassen, getropft. Ja, super, man kann den Bettbezug wechseln heute. Ja, Songül, alles gut, komm mal hoch bitte. Ja, da sieht ihr, wenn auch Krankheiten sind, wie anstrengend das werden kann. Songül, komm mal hoch bitte, komm. Ja, komm mal hoch, komm. Komm, wir gehen hoch. Oben sind alles Fliesen, komm mal hoch. Komm, ich kraul dich oben. Du musst dich gleich auch in eine extra Box tun am besten. Ich tue dir da Futter und Wasser rein. Ja, okay, Songül, okay. Ja, okay. Die Nervensäge ist auf Gretel gefallen. Und Gretel ist sauer geworden. Schlimm aus bei dir.
Erstmal, dann kannst du gleich in die Box und morgen früh dann gleich direkt zum Tierarzt, okay? Dann, das sieht wirklich nicht gut aus bei dir. Ja, alles gut. Ich kraul dich jetzt noch mal extra hier, damit du nicht ganz sauer bist. Ja, Song, alles gut. Song, du musst dann wieder beim Tierarzt. Komm her, Stonko, komm bitte auf den Tisch. Gleich kommst du in den Käfig rein. Aua, das tat weh, Stonko. Dann tue ich dich mal in die Box. Ich mache jetzt mal eine Unterlage darunter, dann kommt da Futter und Wasser rein. Und dann kommst du in die Box, okay? Muss man für dich jetzt für die paar Stunden nicht extra einen Stall aufbauen. Okay, Songel. Peanut! Weiß ich, was der gegen diese Katze hat. Der dreht durch, wenn er sie sieht. Ist gleich auf sie losgegangen. Und Thomas ist auch so traurig.
Peanut, raus mit dir. Raus mit dir. Raus. Tschüss. Raus hier nicht, die eine zu hauen. Na, Stiefkitten, bist du auch hier drin? Heidi. Emino. Gel Songül, gel. Gel. Hast du jetzt gelernt, dass du in die Box musst oder was? Ich krieg dich noch, keine Sorge. Kraul ich dich draußen und hol dich dann hier rein. Und das ist jetzt hier die Unterlage, die da reingekommen ist. Und da kommt hier noch einmal Futter und Wasser rein. Und dann kommt Songül die Nacht in die Box rein. Die muss sehr, sehr dringend zum Tierarzt. Hier noch mal Futter und Wasser rein. Jetzt mal kurz hier auffüllen mit Futter. Gel Songül. Pis 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 pis. Gel. Gel kızım gel. So, ich stelle mal den Stall wieder raus, damit Zombie wieder kommt. Und der Thomas ist auch rausgeflitzt. Zombie? Ne, sie läuft gerade weg. Aber ich bekomme die gleich. Pss, 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 pss.
Peanut, hau ab, lass sie in Ruhe. Was hast du gegen sie? Peanut, runter. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe, habe ich dir gesagt. Sie hat dir nichts getan. Sag mal, was ist los mit dir, Peanut? Wenn du sie siehst. Psst, weg mit dir. Da ist jemand an ihr vorbei. Dass sie auch denkt, ich tue ihr nichts, weil sie ist da, schaut mal. Komm mal her, Songo, gell? Psch, 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 gell? Gell? Komm her, komm. Ja, alles kommt her. Ich traue euch. Jetzt putzt sie sich selber. Ich kann jetzt nicht auf sie zugehen, direkt. Sie kommt gleich von alleine. Ich versuche gerade den richtigen Moment zu fangen. Ich kann auf sie zugehen. Aber Songo ist auch jetzt nicht eine Katze, die ständig wegläuft. Songo? Komm her, Zicke, komm. Komm her, komm. Sie hat was gemerkt. Sie hat was gemerkt, sie ist nicht blöd. Und sie hat sich auch schon ihre Streichleinheiten geholt. Aber ich fange die heute noch. Die kommt gleich wieder rein. Ich mag sie jetzt nicht zu sehr abschrecken. Das geht gleich wieder. Sie putzt sich gerade selber. Na, Fistik, was machst du denn da? Der Thomas ist auch da. Der Thomas war vorhin nur müde, der sieht eigentlich ganz gesund aus. Das war gerade
Das Internet weg. Gell, Songul, gell, gell. Jetzt war gerade kurz das Internet weg. Ich weiß nicht, woran das lag. Aber jetzt ist es wieder verbunden. Sie hat gerade wieder wie Wasser hier rausgemacht mit Pupsen. Also geht es nicht gut. Das Durchfall ist zu stark. Das erinnert mich an Paloma, was sie da hat. Ich meine, hier hat sie gerade hingemacht. Irgendwo. Hier, genau hier hin. War super. Gell, Songul, gell. Gell, stimmt, gell, 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 komm. Komm, stell dich nicht so an, komm. Komm her, komm. Ich werde dich schon gleich packen. Ja, nicht beim Nachbar reinmachen da. Dann warte ich mal ein bisschen ab. Aber ich werde sie heute noch packen. Ich lasse mal 10 bis 20 Minuten vergehen. Dann hat sie auch wahrscheinlich nicht mehr so eine Angst. Dann wird es schon klappen. Und da hat sein Akku geladen. Das sieht man. Und jetzt sieht man hier in der Straße viele Katzen von mir. Tu mal so, als wenn wir ein bisschen spazieren gehen. Sie kommt ja auch mal mit beim Spazieren. Sie und die Zicke sind immer ganz vorne. Und mit wem spielt der Thomas hier? Das habe ich euch gesagt, sie läuft gleich mit. Sieht hier, jetzt hat sie wieder ein bisschen Vertrauen bekommen. Da ist die Songül. Und Thomas spielt hier mit Pirat und Phyllis. Na, Songül. Okay, Songül, okay, jetzt weißt du, jetzt hast du wieder Vertrauen zu mir, ne? Dann packe ich dich gleich vor der Haustür. Komm, wir gehen eine Runde spazieren. Sie mag ja das Spazieren sehr sogar. Sie und die Zicke sind immer ganz vorne. Hier war letztens unser Verbrager Kater. Wer schreit da? Emino, bist du das?
Nicole, bist du das dort unten? Ich dachte immer. Nicole, alles gut. Ja, Nicole, alles gut. Na, Songül, komm her, komm. Komm her, mein kleines Täubchen, komm her. So. Ja. Siehst du, jetzt hast du wieder Vertrauen zu mir, ne? Jetzt gehen wir vor die Haustür. Da kann ich dich gleich fangen, okay? Komm. Nervensäge. Das war gut. Warum läufst du jetzt wieder weg? Ich hätte dich gleich packen sollen, glaub mir. Dann mache ich das jetzt. Gel çok gel. Gel kızım gel 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 gel. Gel. Gel kızım gel. So. Tamam et so. Ja, Songül, dann bleibst du jetzt hier, okay? Dann fahre ich dich gleich morgen früh zum Tierarzt, okay? Ich weiß, dass es dir nicht gefällt, aber das ist das Sicherste, dass du nicht überall hin machst. Ich tue dich auch hier drinnen rein. Okay? So. Jetzt bist du hier in Sicherheit. Dann mache ich noch eine Decke drüber, okay? Weil du wirst sicherlich nicht so ruhig sein wie die anderen alle. So, dann leg dich mal schlafen, Songül. So. Hier ist noch genug zum Atmen, hier links und rechts. Und dann versuch mal zu schlafen, okay? So. Und kann man hier ist auch so ein bisschen länger gezogen, das müsste reichen. Schau mal, das ist genug Freiraum zum Luft. Oder hier sowieso. Das ist halt für sie besser.
wenn sie jetzt die Nacht in der Box bleibt. Wer ist Songül? Du musst zum Tierarzt, okay? Deswegen habe ich dich eingesperrt. Nicht, um dich irgendwie da reinzusperren. Und dann, die Decke ist ja nicht komplett drauf, die soll da jetzt schlafen. Schau mal, die schaut auch hier raus. Ja, alles gut, Songül, alles gut. Das ist zu deiner Sicherheit, okay? Du musst morgen früh gleich zum Tierarzt. Haben wir die Nicole auch. Ja, alles gut, Songül, okay? Ich mache dir noch ein bisschen auf, aber das Große bleibt zu, okay? Okay. Jetzt ist der Käfig zur Hälfte abgedeckt. Vorne ist es jetzt abgedeckt, vor allem, dass keine anderen zu dir kommen, okay? Und du nicht versuchst dort auszubrechen, weil da ist dein Futter und dein Wasser. Ja, und da haben wir heute eine gute Nachricht gehabt, dass der Polly wieder von alleine fressen kann. Und leider haben wir jetzt am Abend gesehen, dass die Songül wie Wasser ihr das alles hinten rausläuft. Es kann auch natürlich sein, dass es an der Nahrung liegt. Es kann sein, dass sie Durchfall hat. Es muss nicht gleich immer Giardien oder Katzenseuche oder sowas so sein. Sie hatte ja sogar die Katzenseuche und das Paok. Und jetzt bin ich gespannt, was sie diesmal hat, dass es auch ein Sorgenkind. Und sieht euch mal den kleinen Rabauken an. Da muss ich gleich dort auf die Decke legen. Seht ihr das? Der kleine Speedy hier. Das gefällt dir, ne? Die Decke. Speedy. Ja, und Durchfall ist ja auch leider ansteckend. Und wenn sie die Giardien auch hat, das lassen wir mal zur Sicherheit hier in der Box. Bis morgen und dann gleich in der Früh zum Tierarzt. Und versucht auch solche Entschuldigung, vergisst auch nicht allen die Daumen zu drücken für Jutta. Jetzt für Songül und auch für Poldi. Und schaut mal, die Nervensäge kann sogar richtig gut Trockenfutter fressen, wenn sie die Spritze hatte. Schaut mal, die kann richtig gut fressen. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was die Katzen alle haben. Und Songül ist jetzt auch aufgefallen, weil die so einen ganz, ganz feuchten Po hatte. Und nicht nur im Haus drinne. Auch draußen ist hier alles rausgelaufen. Und dann werde ich die ein paar Tage beim Tierarzt lassen, denn die muss sicherlich in der Früh und am Abend wieder Medizin bekommen. Und das ist bei der unmöglich, sie ständig zu fangen.
und ihr dann die Medizin selber zu geben. Das ist dann wieder ein Fall für den Tierarzt, dass er sich darum kümmert. Die Kastration wird jetzt bei ihr wieder verschoben. Ich hoffe nur nicht, dass es dann zu spät ist. Ich muss dann mit dem Tierarzt drüber reden. Denn man darf ja nicht vergessen, er hat jetzt vor 2, 3 Wochen Liebe gemacht gehabt. Und ich hatte sie impfen lassen und die wäre jetzt am 10. März, also in ein paar Tagen, wäre jetzt Zongül kastriert. In 2 Tagen wäre es soweit. Und jetzt kommt. Diese Krankheit. Naja, mal schauen, wie das alles wird. Ich wünsche euch dann erstmal einen schönen Abend. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ihr seht, ständig ist leider etwas. Aber das ist so, wenn man sich mit Tieren, wenn man sich um Tiere kümmert. Und man hat ja immer über 40 Tiere. Und ich wundere mich, dass da unten auf dem Balkon die ganzen Katzen, die da sieht, die sind jeden Tag ganz fit, die sind jeden Tag die gleichen zum Essen. Und da ist keine mit Schnupfen oder eine, der es nicht gut geht oder eine mit Durchfall. Denen geht es echt so wie jedes Seitier an gut da unten. Das wundert mich ehrlich gesagt auch richtig. Und hier die Katzen sind alle geimpft, vom Tierarzt behandelt. Vielleicht ist das ja sowieso, dass sie ein schwächeres Immunsystem haben, dass die alle so krank waren. Ich weiß es nicht, ich werde mal mit dem Tierarzt sprechen. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.